Hallöchen Leute, willkommen zurück auf dem Sephiroth-Plateau. Heute kämpfen wir gegen Gaius. Und Gaius bringt krasse Power mit. Mann, erst gerade letztens auf dem Battlespot habe ich mich darüber aufgeregt, ne, bei den bewerteten Kämpfen über Heatran und seine Kumpanen, Alter. Alter, Vulkanion und Heatran sehen ziemlich gleich aus, ne? Irgendwie so eine gewisse Ähnlichkeit, die können Cousins sein oder so. Wie die beiden da oben, Thundurus und Landorus. Alter Gaius, hast du mal wieder übertrieben, Mann? Was hast denn du genommen wieder? Alright, so, erstmal Team aufschreiben. Schon wieder ims Vergessen, meine Freunde. Schon wieder am Vergessen hier. So, okay. Heute haben wir wieder ein paar sehr spezielle Pokémon dabei. Wir haben Downer, wir haben Pan, wir haben Stoner, wir haben Mother, wir haben Thaddeus und wir haben Batzer. Yo, gucken wir mal. Er resistet mit allem und jedem und... Na, irgendwie, ne? Keine Ahnung. Schauen wir mal, wie das verlaufen wird. Ich leade mit Downer. Leade ich mit Downer? Ich leade mit Downer. Falls er mit Landorus leadet oder was auch immer. Der Rest ist Wurst, der Rest ist Wumpe. Leute, ich habe gerade ein bisschen was gegessen. Meine Fresse geht's mir besser. Ey, meine Fresse geht's mir besser. Tausendmal besser. Und ich habe meinen Ventilator endlich da. Jetzt ist nicht mehr so warm und ich habe was im Magen. Jetzt kann ich wieder anständig denken, Mann. Damn, Trickbetrug auf fucking Mega-Kangama. Nice. Okay, Gaius kommt mit Cyclus rein. Okay. Alright. Alrighty then. Die Frage ist, was willst du tun? Was willst du tun? Du könntest mich verhöhnen. Ich weiß leider nicht mehr, wie gut Gaius spielt. Ich glaube, er spielt gut. Er könnte mich verhöhnen. Ich gehe einfach mal auf den Seher. Straight auf den Seher. Dankeschön. Dankeschön, du kleiner süßer Boy. Hier, Seher. Friss den Stab 120er Move, Digga. Der in zwei Runden kommt. So, darf ich mal please auf... was willst du? Willst du gerade Volswitch? Warte mal, er hat eine HP Ice, ne? Das ist das Problem. Ich kann nicht zu Mother raus. Hat mein Thaddeus einen Eisstrahl? Ja, hat er, aber das ist super riskant. Ja, mit seinen, ne? Da ist schon wieder das Problem. Ich habe null Pokémon. Ich habe alle meine Pokémon noch und ich habe nichts, was dieses Ding tötet. Oh, ein Abschlag. Okay. Das waren meine Überreste. Beziehungsweise die Überreste meines Stoners. So, und jetzt gehe ich mal für die Tarnsteine. Er geht für den Volswitch. Sehr effektiv, aber wir sind speziell def... Warte mal, ist das Steinpflanze, ne? Oh shit, stimmt! Ich resiste ihn. Okay. Ich dachte gerade irgendwas mit Wasser, aber das Ding hat einfach Sturmsog. Deswegen. Ne? Deswegen. Okay, Tarnsteine sind super wichtig gegen sein Team. Er könnte die folgen mit seinem Panzer Aeron. Aber er kommt mit Exitus rein. Okay. Mit seinem anderen völlig dreckig OP'en Pokémon. Oh, Landorus, ich hasse dich. Ich hasse Landorus. So. Wirst von Seher getroffen. Von einer speziellen Attacke, die ein bisschen Damage macht, kann man sagen. Nicht ganz so scheiße. Gucken wir mal. Wir haben zwei sehr defensive Pokémon am Start. Wir haben Pan dabei und wir haben Downer dabei. Beide haben einen defensiven Wert von 200. Die Frage ist, wer schneller? Pan ist um 1 schneller. Nice. Was will er mir tun? Will er ein Erdbeben droppen? Dann könnte ich ihm Pan wechseln. Aber er könnte auch für eine Kehrtwende gehen. Das würde leider beiden weh machen. Er wird für eine Kehrtwende gehen. Er hat keinen Grund, weswegen er das nicht tun sollte. Das Einzige, was jetzt... quasi scheiße wäre, wenn er für ein Erdbeben geht, aber das macht er, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, dass er das macht. Deswegen gehe ich mal zu Thaddeus. Will ich zu Thaddeus rein und ein fucking Erdbeben riskieren? Leute, ich bin... Ne? Pan würde das super tanken. Ach, fuck it, Mann. Pan. Ich brauche Pan. Ich brauche Pan dringend. Brauche ich Thaddeus dringend? Thaddeus brauche ich irgendwie am wenigsten, ne? Ja, Thaddeus brauche ich irgendwie am wenigsten von allen, ey.
Das Einzige, was ich mit Thaddeus machen könnte, ist Heatran ein bisschen bumsen, aber er hat halt immer noch Volcanion, womit er seine Dingens, ne, seine Wasserattacken oder meine Wasserattacken easy aufessen kann. So, wir resisten die Kehrtwende und deswegen bin ich auf Kehrtwende gegangen, weil gegen alles andere wäre es sehr effektiv gewesen. Ne, gegen Downer und gegen Pan, meine beiden defensiven Viecher. Und er denkt, er hätte jetzt die Switch-Advantage. Hat er aber nicht. Ich habe Tarnsteine draußen. Oh, ich freue mich, Leute, ich freue mich. Tarnsteine sind schön. Ich mag Tarnsteine. So, da kommt Cyclist. Yo, ne? Die Frage ist jetzt, er hat Überreste. Interessant. Ja, yeah, er wird mich natürlich outspeeden und natürlich wird er mich wegklatschen jetzt. Spezialangriff init. Spezialverteidigung. Ich glaube nicht, dass wir einen Donnerblitz tanken. Aber ich bleibe einfach mal drin und gehe auf einen Eisstrahl. Ich gehe einfach auf einen Eisstrahl. Jo. Voltswitch tanken wir, glaube ich, aber, ne? Ja, einen Voltswitch tanken wir. Er ist, glaube ich, wahrscheinlich überrascht, dass wir nicht rauswechseln. Er kann zu Vulkanion. Er kann eigentlich zu allem. So, Gruis? Was ist Gruis? Panzer Aeron. Alright. Hat er gedacht, ich gehe für eine Matschbombe? GG, Digga. Das macht ein bisschen Damage. Ein bisschen Damage. Gehe ich jetzt auf ein Siedewasser? Ich gehe jetzt auf ein Siedewasser. Scheiß drauf. Er hat keinen Grund, mit Dingens reinzukommen, mit Vulkanion, weil Vulkanion frisst nur Tarnstein-Damage und alles, was passiert, ist nicht wirklich viel, ne? Ich glaube, oh fuck, er überlebt. Ah, und er geht für den Ruheort. Und leider keinen Burn. Sonst hätte er jetzt nicht rausstallen können, ne? Naja, nichts außer Vulkanion, ne? Das Ding ist, er hat nichts außer Vulkanion. Soll ich einen Gigasauger droppen? Oder soll ich eine Matschbombe droppen? Was habe ich für Möglichkeiten? Nicht wirklich viele. Scheiß drauf. Wenn er für Vulkanion rausgeht, dann geht er für Vulkanion raus. Macht keinen Sinn. Sein Vulkanion hat volle KP so. Digga, krieg einmal den Burn, please! Er kann halt nichts rauswechseln, ne? Ich glaube, ja. Hätte er den Burn bekommen, dann würden wir ein bisschen besser stehen. Aber jetzt geht er zu Vulkanion. Ne? Schade. Habe ich mir gedacht, aber ist okay. Ist okay. So, jetzt kriegt er den Tarnstein-Damage leider zurück. Oh, das ist so ätzend. Ich hätte einfach für einen Eisstrahl gehen können. Die Frage ist, ist Nemesis schneller als ich? Er könnte für eine Wasserattacke gehen. Und ich habe auch Sturmsog, so, ne? I don't know. Er könnte aber auch für einen Flammenwurf gehen, so. Erdbeben! LOL! Ein physisches? Okay. Alright. Ich gehe für eine Genesung. Wenn ich das Ding überlebe, kann ich meinen Stoner wieder hochheilen. Oh, er hat den Hitzekoller. Aber ich bin speziell defensiv. Ah, aber es reicht. Leider reicht es. Ah, das ist so dumm wieder, ne? Naja, egal. Was ich jetzt tun kann, er hat den Hitzekoller drin. Das heißt, ich kann jetzt, zu Downer. Er hat einen Attack, Spez Attack Drop. Ich kann für den, will ich gehen? Ich gehe für den Gena. Falls er rausswitcht, jawoll, dankeschön. Gaius, schick mir dein Pokémon rein. Gruis, okay. Genen! Einmal genen, please.
Ja, falls er defogt, kann ich meine Steinchen wieder rausbringen, so. Falls er seine eigenen Steinchen rausbringen will, kann ich nichts tun, so. Ne? Okay, er geht für ein Auflockern. Nur das Problem ist, er vergisst, dass mein Pokémon ebenfalls Auflockern hat. Tarnsteine. Das heißt, ich kriege gratis die Tarnsteine wieder raus. Cycles, kommt rein. Tarnsteine liegen. Bam. Yo, dieses Selfie ist sehr, sehr nervig. Das Problem ist, er hat ein einziges physisches Pokémon und, nee, zwei. Das ist Landris, das hat eine Kieferattacke und er hat ein fucking Ding. Das heißt, Dauna wird in diesem Battle nicht so viel tun. Was ich jetzt machen kann, ist, nee, das ist zu früh, ne? Das ist einfach zu fucking früh, Mann. Er hat mir seine Heatran noch gar nicht gezeigt. Ich gehe mal raus zum Modder. Warum nicht? Ich gehe raus zum Modder. Vielleicht kommt ein Volswitch. Vielleicht kommt ein Donnerblitz. Er vergisst wahrscheinlich. Verhöhner. Okay. Alright. So, der Seher kommt durch. Boom. Alle seine Pokémon werden angekratzt jetzt gerade, ne? Ja, ich weiß, dass er die HP Ice hat. Ich weiß, dass er sie hat. Leider ist Stoner down. Ich gehe mal zu Thaddeus, einfach mal um zu scouten. Und er hat die HP Ice, denn ansonsten wäre er rausgewechselt, weil Volswitch funktioniert nicht. Er hat sie. Nee, er hat einfach... Er drückt einfach den Abschlag. Lel. Alright. Wie soll ich das auffassen? Offensivweste schnappt er sich. Wie soll ich das... Das Problem ist, ich habe kein einziges Pokémon, was das Ding outspeedet. Außer Batzer. Und jetzt muss ich mit Batzer rein. So. Und ja, das ist mein Batzer, ne? Das ist Batzer mit diesem Set hier. Das heißt, er wird jetzt rauswechseln. Er hat zwei Stahl-Pokémon. Er wird nicht rauswechseln. Er bleibt einfach drin. Und opfert seinen Cycles. Das war ein Fehler, mein Freund. Du hättest Easy Heatran oder Panzeron reinschicken können. Aber in Ordnung. Was kommt jetzt da rein? Landris. Ja, Landris. Die Frage ist, mit den Tarnsteinen, wird diese Attacke reichen auf minus 1? Wird es reichen? Wird eine Zuflucht in dieser Range auf minus 1 reichen? Das Problem ist, ich habe kein Pokémon, was Landris gut rausnehmen kann. Ich probiere es einfach. Fucking hell. Zuflucht. Probieren wir es. Es ist eine 120er Stab-Attacke und wir haben einen fucking Leben-Orb. Wir sind adamant. Wir sind hart. Und wenn dieses Ding offensiv ist, dann greift er eh zuerst an. Und wenn es defensiv ist, haben wir eine Chance, das Ding rauszunehmen. Schauen wir mal. Er kennt das Set noch nicht. Ich habe es noch nicht gezeigt online. Dieses Video kommt diese Woche raus und das bedeutet, er weiß noch nicht, was für ein Ambidiffel das ist. Aber wir gehen... Oh, er outspeedet. Und er geht für eine Steinkante. Aber wir überleben. Und da kommt die Zuflucht. Bam. Und das reicht, um Exitus rauszunehmen. Alter. Okay, also seine beiden Gins hat er weggeworfen. Alter, Batzer hat gerade beide Gins geklatscht. Baba! Mit beiden Pimmelarmen, ey. Gleich mal beide Gins in den Boden gedrückt, ey. Bam! Yo, Testalos. Da kommt das Heatran. Ich glaube, dass Landris was gab. Ich glaube tatsächlich, dass Landris was gab. Das Problem ist, ich habe keinen Counter mehr für Testalos. Brauche ich Batzer noch? Ich bräuchte Batzer schon noch. Aber ich glaube, er spielt Double Scarf mit Scaraborn. Ich komme gar nicht durch Scaraborn. Scaraborn fickt mein ganzes Team. Scaraborn macht mein ganzes Team kaputt. Das ist ein bisschen ein Problem. Ah, Dreck.
Das ist scheiße. Kriege ich nochmal so ein Setup? Ich könnte Zuflucht machen, Mitte des Lebens, so, ne, Hälfte des Lebens. Mother würde nicht outspeeden und würde von Lichtkanone geplättet werden, das ist das Problem. Und Pan und Downer machen nichts, werden beide resisted. Das ist so behindert wieder, oh, Junge. Und ich bin auf minus 1, nee, das macht nichts, das macht keinen Sinn jetzt. Ich muss auf Downer gehen. Ich muss zu Downer. Ja, das ist es halt wieder, ne? Ich habe einfach nichts für diese Pokémon. Schon seit Anfang des Battles hatte ich nichts. Flammensturm. Wetten, er kriegt instant einen Burn und ich mit Siedewasser nicht? Ja, sieht er? Oh Mann, ich habe 2 Siedewasser gedroppt und nie einen Burn bekommen und er droppt einen Flammensturm, ey. Mann. Ich gehe auf... einen Gainer. Ich gehe auf einen Gainer. Oh fuck, warte mal. Oh, ich bin so ein Idiot. Habe ich gerade die Sleep Claws gebrochen? Hat er immer noch dieses... Oh, Digga, sorry. Tut mir leid, Alter. Oh no. Ich glaube, ich habe das Panzer Aeron noch. Schläft das Panzer Aeron? Shit. Egal. Ich gehe für Memento Mori. Er killt meinen Downer. Warum bleibt er drin? Wechsel doch raus. Ich bin... Okay. Wayne. Ah, ich glaube, ich habe die Sleep Claws gebrochen, ne? Habe ich? Ist sein Panzer Aeron noch am Schlafen? Ah, das wäre jetzt sau ätzend, Mann. Das wäre sau dumm. Alles nur, weil dieses scheiß Panzer Aeron nicht verbrannt werden konnte, Mann. Oh, ich glaube, ich habe beide eingeschläfert, ne? Eigentlich... Na, scheiße. Eigentlich müssten wir diesen Kampf als verloren werten, aber wir spielen trotzdem weiter. Das wäre langweilig, wenn wir jetzt einfach unterbrechen würden. So, ich gehe mal auf einen Delegator. Jetzt kommt Mother rein. Gruis. Ah, das war das Panzer Aeron. Right. Ja, das Panzer Aeron macht eh nichts mehr so, ne? Aber trotzdem. Trotzdem, Sleep Claws ist Sleep Claws. Oh Mann, das tut mir echt leid gerade. So, ich gehe für eine Steinkante. Wir treffen. Bam. Und das war's mit Gruis. Ja. Ob das jetzt so krass gemattert hat? I don't know. Könnte sein. Denn er hätte einfach mit Lichtkanone angreifen können. Falls er nicht scarfed war. Keine Ahnung. So, Nemesis kommt rein. Das Ding ist, das ist ein Feuer-Pokémon und ich bin ein Boden-Pokémon. Und ich kann jetzt einfach mit Knochenmeram das Nemesis rausnehmen. Alter, ich outspeede ihn? Ich outspeede Nemesis? Willst du mich verarschen? Digga, Mother? Mother kommt durch, Mann. Mother ist wütend. Yo, es war nicht Gaius, der deinen Tragosso geraped hat. Holy, Tessalos kommt rein. Lol. Digga, bring deinen Dingens rein. War er wirklich gescarft oder hat er Wahlglas drauf? Digga, Gaius, bitte schreib mir mal in die Kommis, ob dein, was für ein Item dein Testalos hatte. Weil Ballon hat es nicht. Es muss aber, hä? Es muss einen Wahlschall tragen. Es muss einen Wahlschall tragen. Und dann hätte das nicht so gemattert, weil, ja gut, Flammensturm hätte burnen können. Hätte. Alter! Rusht hier gerade Mother durch sein gesamtes Team? Dynastus, okay. Dieses Ding resistet meinen Knochenrang, aber nicht die Steinkante. Gucken wir mal. Scaraborn, es ist ein Mega-Scaraborn tatsächlich. Dann ist es nicht ein Scarf-Scaraborn, sondern Mega-Scaraborn. Dann war entweder das Heatran Scarf oder das Landris war Scarf. So. Oh, er hat die Nadelrakete. Oh, das ist gut. So, 2 Delegatoren hat er gebraucht. Alright. Also, beziehungsweise 2 Hits hat der Delegator gefressen. Und er kriegt noch einen Nadelangriff. Damn. Kriegen wir die Steinkante? Wir kriegen die Steinkante.
Und das macht den Damage of Doom, Alter. Yo, ich glaube, wir haben gewonnen, weil Batzer kommt rein und tötet ihn einfach, oder? Alter, Mother hat gerade sein gesamtes Team gerackt. Ist Vulcanion nicht schneller als ein Heatran? Ich dachte immer, Vulcanion ist schneller als ein Heatran. Aber wir haben Vulcanion einfach outspeeded. Da muss es ein Heatran Scarf gewesen sein. Das gucke ich mir jetzt gleich noch an, ey. Ohne Scheiß. So. Batzer kommt rein. Lebenorb, Mogelhieb. Neutralen Damage. Er hat nichts, was mich outspeeden könnte. Ich glaube, das war das Battle. Ich glaube, das war es tatsächlich. Ich glaube, das war das Battle gegen Gaius. Und da kommt der Mogelhieb. Wird er reichen? Er wird reichen. Es ist ein fucking Lebenorb, wie ich, ey. Heatran. Warte mal. Alter, das nehme ich jetzt Wunder. Alter, GG, Gaio. Sorry nochmal für das Brechen der Sleep Claws. Ist mir das erste Mal passiert. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass es absolut krass gemattert hat, da ich vermute, dass du gescarft warst oder gechoiced. Aber falls es so wäre, dann tut's mir auf jeden Fall leid. Dennoch hatten wir einen sehr spannenden Kampf und ich konnte Mother zeigen, ich konnte Batzer zeigen und ich konnte Stoner zeigen. Und dafür bedanke ich mich, denn das ist normalerweise nicht der Fall, wenn wir gegen krass starke Teams spielen. So, Heatran hat 77 Init. Base. Okay. Was hat Vulcanion? Gucken wir das nochmal nach. Vulcanion hat 70. Nein, Vulcanion ist langsamer. Aber ich glaube nicht, dass die 7 Init da... Haben die 7 Init den Unterschied gemacht? Was hat ein Tragosso für eine... nee, nicht Tragosso, sondern Knogger natürlich. Knogger hat eine 45er Init. Was war das denn für ein... Null Init Investment, oder wie? Hä, wie hat man... Wie habe ich outspeeded? Ich habe eine 45er Init. Wie habe ich das Vulcanion outspeeded? Das will mir nicht in den Kopf. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat und wenn euch die Sets gefallen haben, dann lasst einen Daumen da. Ich zeige sie euch ganz kurz nochmal im Schnelldurchlauf. Wir haben Downer. Downer mit einem... Mit einem defensiven Wesen, mit Verteidigungsinvestment, mit Seher, Memento Mori, Tarnsteinen und Gena. Das Ding greift also nie in einer Runde an, sondern ist einfach, beeinflusst einfach die Zukunft, ne? Mit Seher, mit Memento Mori, mit Gena und so weiter, mit Tarnsteinen ebenfalls. Dann haben wir Pan mit Laubklinge, Gena, Schwertanz und Staffette, so wie wir es schon öfter jetzt gesehen haben bei mir im Team. Dann haben wir Mother mit Angriffsinvestment, Knochenrang, Abschlag, Steinkante und Delegator und dem Kampfknochen, der die, den Angriffswert von Knogger erhöht. Dann haben wir Stoner, Tarnsteine, Steinhagel, Genesung, Toxin, bla, ne, ihr wisst Bescheid. Warte mal. Ja, dann haben wir Thaddeus und wir haben Batzer. Ne? So, Leute. Also Freunde, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Battle. Haut rein und tschüss.